Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gimmatico mit der 53. Folge von Goodyear 2 Rage Burst. Ja, Stärken und Schwächen, Romeo hat's noch nicht ganz verstanden. Er hat zwar Schwächen, aber hat bestimmt auch Stärken und die muss er eben rausfinden. Ich habe das Forschungsteam darum gebeten, Romeo zu suchen, hoffentlich finden sie ihn bald. Platzregen. Dann machen wir weiter. Ziel. Ja. Verflucht, er hat mich einmal sein Gott atmen. Er hat nicht einmal sein Gott atmen genommen. Wir müssen ihn zurückholen. Ist er beklappt? Ohne sein Gott abzuhauen? God-Eaters are in position. Watch for the enemy at all times. Conditions have been fulfilled. Link support device is spinning up. Take that power and vigor and finish this fight. I'm transmitting Shield's new intel on the enemies. Ach, das ist eine Fee. Nana's resonance is calling all the enemies to her. Be careful. Ich erledige dabei erstmal die komischen Zielaugen da. Darf ich auf die Füße hauen? Oh nein, vergiftest mich. Böse. Was hat die Ration für eine Wirkung? Genau in die Fresse geschossen, Madame. Nix da. Alter. Ich hasse diese. Blood Alpha, fall back and heal immediately. I'll be fine, I can keep going. I am in serious pain. If you are in danger, please stand back. Here you go. Here you go. Oh man, ey. Conditions have been fulfilled. Link support device is spinning up. With the bonds broken, those Aragami don't seem like they'll activate. Oh, die prima Ballerina, wie ich die auch hasse. Ich hasse die. Jetzt zerschneide ich dich in kleine Teile.
machen wir das klar. Wieder ein bisschen paar. Lalala, komm schon. Blood Alpha, fall back and heal immediately. Mach ich doch schon. Komm schon. Komm schon. Ja, 5-Minute-Mark ist frei. Ey, da, ich bin auf die gesprungen. Ja, komm. Ja, komm. Das war ein Fehler, Madame. Komm. Genau hier lächeln. Wir wollen auch ein schönes Foto machen von der Bremer Ballerina. Das Foto wäre jetzt gut. Hatte ich doch schon mal als Phantom, ne? Ja, down und... Oh, wir zerstören die total. Die sieht ja nicht mehr so. Oh, da hat sich die Körper diesmal bewegt. Die lernt aus ihren Fehlern. Man muss echt seine Stärken und Schwächen echt leicht erkennen. Ich habe, warum ich da jetzt wieder damit anfange, weiß auch nicht. Jeder Mensch hat seine Stärken und seine Schwächen und jeder irgendwie muss sich auch in sein Leben einfügen. Das Ding ist, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist eigentlich dein Leben, mein Leben, dein Leben. Er muss aus seinem Leben ihm halt das Beste daraus machen. Das ist eigentlich für mich der Sinn des Lebens. Mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Also ich finde, macht einfach das Beste aus eurem Leben. Verfolgt eure Träume. Aber habt immer auch einen Plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z. Parat. Und so nur noch Planen 1, 2, 3, 4 bis 1000, 100. Ich habe viele Pläne in der Hand, weil es mal nicht funktioniert. So. Kommt jetzt Romeo zurück oder kommt er nicht? Die Fragen aller Fragen.
Tür. Oh, komm, ich will Materialien. Ich will das ausgerüstet haben. Hat lange nichts mehr gegessen. So hungry. Red Nimbus. I don't like the look of those red clouds out there. Oh. Hello. Hello yourself. What's a youngin' like you doing way out in the middle of nowhere? Did you come from one of the satellite bases? Ah, look at that armlet. You're a god-eater? No need to hide it. That's an admirable job you do. Is that the rain warning? You'd best come on inside, boy. That red rain will be falling any time now. Well, no, it's fine. I'll be okay, thanks. It's no problem, boy. Trust me. Come on in. What a handsome young man. It's been ages since we've had a guest. Now, I may be going deaf, but I'm sure I heard his stomach rumbling. Would you fix him a little food? I'm fine. Really, I promise. There's no need. I'm a god-eater. I'll eat back at the branch. Yeah. God eater or no, you still have to eat. You are a growing boy, after all. Here, let's begin with some tea first. I'll get the food started. Glück im Unglück für Romeo, wa? Bevor der Plot Rote Regen anfängt, wa? Rote Regen, ja, bei derselbe besteht. Die so geht trotzdem wie jeder Kerl. Oh, da ist eine Nachricht von Ziel. Jemand hat berichtet, Romeo in der Nähe der Satellitenbasis gesehen zu haben. Doch, dann brach in der Gebiet der Rotregen herein und die Person konnte sich nicht nähern. Romeos Sektionsfaktorwerte bereiten mir auch Sorgen. Wenn wir nicht schnell zurückkommen, könnte er sich verwandeln. Bestimmt soll brauchen wir einen mobilen Sektionsfaktor und Panzerung, wenn wir ihn finden. Jo, komm. Machen wir weiter. I'm transmitting Shield's new intel on the enemies. New hostile inbound. Readings indicate a medium size. I'm sending you the arrival point. 30 seconds to appearance. Nana's residence is calling all the enemies to her. Be careful. Ja, da ist noch einer. Wir auch haben. Mid-level hostile is in the region. Coordinate data incoming. Ach, der. Oh,
Frostbonbons. Ich will mich hinter einer Wand verstecken. Warum geht das nicht? Hat sie Conditions have been fulfilled. Link support device is spinning up. With the bonds broken, those origami don't seem like they'll activate. Lalala. Ich schaff's ja doch auch wieder zwei Missionen. Nein, ey. Leute, help me. Mein Bad. Jetzt, der einen Folge dachte ich echt, der andere entschuldigt, aber dabei bin ich das, aber die Stimme war so übelst gleich. Hat sich angehört. Und tot. Tatsächlich. Das ist eine Rekordzeit. In Rekordzeit bestanden. Session, das müsste auch bald ist auch gleich bald vorbei. Aber vielleicht mache ich weiter. Ich muss mal gucken, wie es mir geht, Müdigkeit und so alles. Dann ist halt wieder spät in der Nacht. Deswegen. Vielleicht hänge ich noch mal 3 Folgen Aufnahmen hinten dran. Mal gucken. Hello. A pleasure to see you. Ja. Verbindung ignorieren, ich sammle fleißig. Tobias. Wow, this blood unit of yours sounds very impressive, Romeo. Oh, they so are. They're like the ultimate elite god eaters. I joined the unit right after Julius. Oh, he's the captain. He's so freaking cool. He's always got this, like, steely gaze going on. Oh, yeah. And then there's this new member who just got promoted to vice captain. Oh, they're pretty awesome, too. At first, I was kind of mad I didn't get promoted, but they're really something else. So they deserve it. I'm happy to support them. Mm-hmm. We just got a ton of other new members, too. It's kind of become my job to welcome everyone. I do my best to make sure everyone's happy. Well, of course. Of course you do. You're such a kind young man, Romeo. Oh, no, not really. Well, the thing is, Julius is a little bit cold and impersonal, so he's not really too good with that sort of stuff. So I kind of, you know, took it upon myself. I mean, ever since I was a little kid, I've always been happy to go out and make new friends. Still, me and this new guy, Gil, we don't really get along. I've been really trying my best to be his buddy and get him to open up, but I guess I can be kind of annoying. Probably pretty insensitive, too.
And he was right. It was my fault our last mission went so poorly. Goodness. Sounds to me like you need to gain some perspective. Have a little confidence in yourself, Romeo. Oh, I know. I make jokes and always act like I feel better than I do. But I guess I'm not actually that confident. It's just not me. The others, though, they're so incredible. Strong and brave. There's nothing I can do to catch up. For real, I haven't got the experience or the smarts. I'm weak. All I have is being friendly. And I hate my weakness. So I left. Boy, even we can see how much you love your friends. Now that connection, there's something that you can really be proud of. Humans are weak by nature. They can't survive alone. Being able to make friends, Romeo, that is a gift to be treasured. I promise you. I couldn't take it. I ran away. There's a world of difference between taking a rest and running away. By fighting, even just to keep friends close, you're helping all those who can't fight. And that means something here. So you'll take a little rest with us. You'll feel much better. We'll look after you like you're one of our own. Thank you so much for everything. I have to be getting back. Off you go, Romeo. Back to the den where you belong. Do be sure to come back and visit. Oh, please do. We need a god eater in the house to eat up all my wife's cooking. Oh. Hey, would you think about moving to a satellite base? Or the Far East branch? I could help. If I applied directly to FENRA headquarters, they'd never say no. I mean, I haven't really got any family, and you'd be so much safer there, so... That's quite all right. We chose to be here. Those fancy new homes, they should go to the young folks. You're sweet to offer, but you save that for your own future, okay? You'll be glad one day when you've a family of your very own. Sound. Origami. Was für einer denn? Das ist jetzt die beste Frage, was für ein Origami da kommt. Okay, das war's mit dieser Folge. Ich sag wie immer, was? Ich habe Post, was? Ich habe Post, was? Gucken wir uns in der nächsten Folge rein. Ich sage wie immer, Zocko und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gemeniko, bis raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule, ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, Zocko und ciao, bis zum nächsten Mal.